Verkaufstrainer werden dir sagen, bei einem Nein des Kunden fängt der Verkauf erst an. Und das ist aus meiner Sicht Bullshit. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Viele Verkaufstrainer werden dir sagen, bei einem Nein des Kunden fängt der Verkauf erst an. Und das ist aus meiner Sicht Bullshit. Warum ist das so? Ganz einfach. Wenn dein Kunde seine Kaufentscheidung oder auch Nicht-Kaufentscheidung schon getroffen hat und dir sagt, ich möchte nicht, ich habe kein Interesse, ab dem Moment wird das ein sehr dünnes Eis, wenn du weitermachst. Du musst sehr, sehr gute Argumente liefern können, wenn du da weitermachst. Wenn du einfach nach einem Nein so weitermachst, als wäre nichts gewesen und wiederholst vielleicht deine Vorteile, Merkmale deines Produktes noch einmal, weil das passiert in dem Moment dann, wenn der Verkäufer dann denkt, ich muss noch mal eine Schippe drauflegen, der Kunde hat es nicht verstanden, Menschenskind, ich habe es doch alles genau erklärt, ich muss dem vielleicht noch mal die Merkmale sagen, dann läufst du Gefahr, dass dein Kunde zu dir irgendwann sagt, sagen Sie mal, in welcher Sprache sind Sie unterwegs, haben Sie gerade verstanden, was ich gesagt habe? Das heißt, wenn du das an der Stelle nicht richtig gut machst, und das können nun mal die wenigsten Verkäufer, dann wirkst du im Nachgang, nachdem der Kunde gesagt hat, ich möchte es nicht haben, als aufdringlich oder als ja jemand, der dem Kunden unbedingt was aufdrücken möchte. Also du wirst unsympathisch in dem Moment. Und das Schlimme daran ist, dass ihr beide dann schlecht draufkommt. Du nimmst dann die schlechte Laune vom Kunden oder lässt dich anstecken, nimmst die dann mit in deine nächsten Gespräche. Das heißt, wenn du das an der Stelle, wenn dein Kunde Nein gesagt hat, nicht richtig machst, dann läufst du Gefahr, dass du dir damit dann deinen Tag versaust, wenn du so willst, und einen schlechten Eindruck beim Kunden hinterlässt. Deswegen ist es immer ratsam, wenn der Kunde seine Entscheidung schon getroffen hat, es anders zu machen. Ich zeige dir auch, wie es geht. Und dass du eine Einwandbehandlungstechnik an die Hand bekommst, die bei jedem oder nahezu bei jedem Einwand funktioniert, die ich selber schon seit, weiß nicht, 20 Jahren anwende und auch meine Kunden nicht verärgere. Denn das Letzte, was du in einem Verkaufsgespräch hinterlassen möchtest, ist verbrannte Erde. Weil vielleicht kannst du ja, wenn es heute nicht gepasst hat, in der Zukunft mal mit dem Kunden ein Geschäft machen oder ins Geschäft kommen oder empfiehlt dich sogar weiter. Das geht aber nur dann, wenn du einen guten Eindruck hinterlassen hast. Wenn du den Kunden penetriert hast und nach einem Nein einfach weitermachst, deinen Stiefel durchziehst, dann ist das, wie man früher gesagt hat, die Aua-Methode, anhauen, umhauen, abhauen. Und das will heute wirklich niemand mehr haben. Deswegen möchte ich dir heute eine Methode vorstellen. Ich nenne das die USA-Methode, hat nichts mit dem Land zu tun, sondern ich löse das gleich auf, für was die drei Buchstaben stehen. Und in einer Diskussion, egal ob privat oder beruflich, antworten Menschen häufig mit Ja, aber darauf. Wenn du zum Beispiel im privaten Bereich einen Streit hast mit deinem Partner oder mit Freunden oder so und ihr eine Meinungsverschiedenheit habt, dann geht das so hin und her, so Ping-Pong. Ja, aber du hast das gemacht. Ja, aber du hast das gemacht. Ja, aber. Weißt du, und dann kommt hier mit diesem Ja, aber. Jedes Aber ist so einmal mehr hochschaukeln. Am Ende knallt das und es ist nicht zielführend. Beide gehen auseinander, haben schlechte Laune, sitzen auf dem Couch, sprechen drei Tage nicht miteinander, nur weil sich das so hochgeschaukelt hat. Das muss nicht sein. Oftmals sind es Kleinigkeiten. Ja, wenn du zum Beispiel deine Partnerin oder dein Partner hat gekocht zu Hause, du bist unterwegs und dann kommst du nach Hause zu spät vielleicht auch. Und dann sagt dein Partner zu dir, sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Ich habe doch gerade gekocht. Du weißt doch, dass ich hier am Kochen bin. Warum rufst du denn nicht an? Ja, aber du weißt doch, dass ich mit den Kollegen unterwegs war. Ich kann doch da nicht ständig telefonieren. Ja, aber mal ganz kurz vielleicht eine Nachricht schicken, dass mir hier nicht alles anbrennt. Ist das zu viel verlangt? Weißt du, und dann schaukelt sich das hoch und das bringt dich nicht wirklich weiter oder euch nicht weiter. Und im Kundengespräch ist es genau das Gleiche. Der Kunde sagt, ah, das ist aber ganz schön teuer. Ja, aber dafür kriegen Sie auch eine mega gute Leistung. Die Qualität hat halt nun mal ihren Preis. Also wenn du das machst, bist du raus. Dann hast du das Gespräch gekillt und dein Kunde nimmt dich dann auch nicht mehr ernst, weil er denkt, du verschaukelst ihn. Ja, das darf in dem Zusammenhang nicht passieren. Also ja, aber streich es am besten aus deinem Vokabular, wenn es um das Thema Einwände geht. Aber, und jetzt möchte ich ja etwas ersetzen, genau das tut nämlich aber, es ersetzt immer die Aussage deines Gegenüber. Wenn du zum Beispiel, der Käufer sagt zu dir, ich möchte gerne noch eine Nacht darüber schlafen, dann sagst du, ja, aber das Angebot, das gilt nur noch heute.
Ja, dann habe ich aber leider Pech gehabt, da würde ich mal sagen. Also wenn du das so tust, das habe ich schon so oft erlebt, wenn dann Kundenberater oder Verkäuferinnen und Verkäufer sagen, ja, da haben sie aber dann Pech gehabt. Das Angebot gilt leider nur noch heute oder nur noch bis Freitag. Und wenn sie sich das bis Montag überlegen wollen, dann kann ich nichts versprechen. Also wenn du das machst und da so Druck aufbaust, das Hard-Selling, stehen die Leute nicht drauf. Also das geht viel einfacher, viel besser und auch so, dass du mit deinem Kunden dann nachher auseinandergehst und ihr beide gute Laune habt, weil das ist natürlich auch noch die Gefahr, wenn du mit ihr aber arbeitest, dann, ja, wie gesagt, wirst du und dein Kunde vielleicht im schlimmsten Fall noch mit schlechter Laune aus dem Gespräch gehen und das solltest du vermeiden. Denn das Wort aber ersetzt immer das, was der andere gerade gesagt hat. Also wenn dir eine andere Person ihre Meinung sagt oder etwas erzählt oder einen Standpunkt oder was auch immer oder einen Einwand im Kundengespräch, dann nimm dieser Person ihre Meinung nicht weg. Lass ihr ihre Meinung. Du kannst es ergänzen. Und das kannst du machen, indem du das Wort und verwendest. Wenn du aber durch ein simples und ersetzt. Ich mache dir mal noch ein Beispiel. Das ist so wirklich so einfach. Deswegen heißt die Methode im Übrigen auch USA-Methode und statt aber. So, jetzt weißt du auch die Auflösung. Es ist so einfach, wenn du das in deinen Alltag integrierst. Wenn dein Partner zum Beispiel gleiche Situation wieder, Mensch, sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Du weißt doch, dass ich hier im Kochen bin. Und genau deswegen lass uns jetzt auch essen und ich helfe dir nachher beim Abwasch und morgen lade ich dich zum Essen ein, okay? So, das schmälert auf jeden Fall schon mal die Gefahr von Konfrontation. Klappt nicht immer, wenn du dauernd zu spät bist, wird deine Freundin oder dein Freund irgendwann sagen, du mit deiner Methode da, mit deinen Verkaufstechniken, das habe ich schon durchschaut. Also dann funktioniert es natürlich nicht mehr, aber wenn du es ab und an mal machst, dann vermeidest du ein Streitgespräch. Und genau das ist das, was wir im Verkauf auch wollen. Wir wollen ja vorwärts kommen, wir wollen ja nicht mit dem Kunden rumstreiten. Und deswegen möchte ich dir meine Erfolgsformel einmal vorstellen, in der ich auch und statt aber mit einbaue. Und der erste Punkt von vier, es sind vier Merkmale, die diese Methode hat. Und der erste Punkt ist wertschätzen, loben. Also was bedeutet das? Dein Kunde sagt zum Beispiel, das ist mir zu teuer. Dann kannst du sagen, vielen Dank für den Hinweis oder vielen Dank für Ihre Offenheit. Oder du könntest auch sagen, wichtiges Thema, das Sie da ansprechen. Der Preis ist ja tatsächlich ein wichtiges Thema. Oder gut, dass Sie das ansprechen. Oder du könntest auch bei anderen Einwänden sagen, das kann ich sehr gut verstehen oder das kann ich sehr gut nachvollziehen. Warum bei anderen Einwänden? Wenn du das sagst bei zu teuer und dann antwortest mit, und da haben Sie vollkommen recht, das kann ich gut nachvollziehen, dann bestätigst du deinen Kunden darin und das wiederum sorgt dafür, dass der Einwand, den dein Kunde gesagt hat, noch mehr Gewicht hat. Da solltest du tatsächlich dann sagen, vielen Dank für Ihre Offenheit oder es ist ein super wichtiges Thema, der Preis, da sprechen wir gleich nochmal drüber, welche Leistung Sie bekommen und dann klärst du das auf. Also Wertschätzung und Loben für die Aussage, also lobe dein Gegenüber für das, was er gerade gesagt hat. Das ist der erste Schritt. Das ist etwas, womit die wenigsten rechnen, wenn sie zum Beispiel ihre Meinung sagen oder sagen, ich habe einen Einwand oder was auch immer, dann rechnen die schon mit ja, aber. Wenn du anders bist und es wertschätzt und lobst, was derjenige gesagt hat, dann bist du auf jeden Fall schon mal ganz weit vorne und deutlich freundlicher als alle anderen Verkäuferinnen und Verkäufer. Punkt 2 ist dann, wie wir es gerade schon besprochen haben, die und statt aber Methode und genau deswegen und aus diesem Grund und daher und weil das so wichtig ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe mir damals angewöhnt, damit es leichter in meine DNA übergeht und das empfehle ich dir auch an der Stelle, einfach ganz stumpf zu sagen, egal welcher Einwand kommt und genau deswegen. Egal, was der gesagt hat. Der sagt zu mir, oh, ich habe jetzt aber gar keine Zeit. Und genau deswegen rufe ich Sie heute an. So, jetzt fragst du dich vielleicht, wie geht der Satz jetzt weiter? Genauso ging es mir auch. Aber wenn du, aber wieder ersetzt, aber wenn du das so machst, dann trainierst du dein Gehirn auf Lösungssuche. Growth Mindset nennt sich das. Das bedeutet, du sagst einfach stumpf auf jeden Einwand und genau deswegen telefonieren wir auch heute miteinander. Oder und genau deswegen habe ich dich auch angesprochen. Und dann erst überlegst du dir, wie könnte jetzt deine Antwort denn basieren auf dem, was der Kunde gesagt hat,
aussehen als Beispiel. Der Kunde sagt zum Beispiel am Anfang eines Gespräches zu dir, oh, nett, dass Sie anrufen, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen auf dem Sprung, ich habe keine Zeit. Dann sagst du, vielen Dank für den Hinweis und genau deswegen fasse ich mich auch ganz kurz. Ist es okay, 5 Minuten, passt das? Das wäre so eine klassische Einwandbehandlung, die du machen kannst, wenn der Kunde sagt, ich habe keine Zeit. Denn oftmals ist das so, das wissen wir, wenn wir irgendwo anrufen, dann sagen Kunden, sie haben keine Zeit, weil sie eigentlich keine Lust haben, weil sie dich mit all den anderen in einen Topf werfen. Und wenn du dann so reagierst und sagst, vielen Dank für Ihre Offenheit oder vielen Dank, dass Sie es gleich ansprechen und genau deswegen beeile ich mich auch. Ist das okay? So, und dann holst du das okay ab und wenn er dann sagt, na gut, alles klar, machen wir mal, dann hast du zumindest ein Gespräch mehr und auch wieder eine weitere Chance, dein Angebot überhaupt zu präsentieren. Denn du musst ja erstmal ins Gespräch reinkommen. Als dritten Punkt machst du dann deine Lösung. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag oder was halten Sie davon, wenn? Ich habe folgende Idee oder wollen wir das so machen, das Punkt, Punkt, Punkt. Und dann bringst du deine Lösung. Mach mal wieder ein Beispiel. Dein Kunde sagt dir direkt zu Gesprächsbeginn am Anfang, ich habe kein Interesse. Also ich habe kein Interesse am Call, an dem Gespräch, an dem Telefonat. Dann sagst du, vielen Dank für Ihre Offenheit. Und genau deswegen habe ich Sie heute auch angerufen. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich sage Ihnen erstmal ganz kurz, um was es geht. Und wenn Sie das dann doch wollen, dann freuen wir uns beide. Okay? Das war meine Standard-Einwandbehandlung bei jedem Kunden. Das ist ja eigentlich ein Vorwand des Kunden, wenn er sagt, ich habe kein Interesse, bevor er weiß, um was es geht. Und das war meine Standard-Einwandbehandlung. Jahrelang habe ich das am Telefon gemacht und ich hatte dadurch ein Drittel mehr Gespräche als meine Kolleginnen und Kollegen, die das nicht so gemacht haben. Und warum ist das so? Kunden sagen aus Impuls immer, wenn da jemand anruft, zum Beispiel ist ein Callcenter, dann denken die, ah, will mir wieder jemand was verkaufen, Bestandskundenbetreuung, Handyvertrag, keine Ahnung. Ich sage erstmal, ich habe kein Interesse und wimmel den ab. Und wenn du dann sagst, ja, aber sie wissen ja noch gar nicht, um was es geht. Das machen nämlich die meisten. Ja, aber sie wissen ja noch gar nicht, um was es geht. So fiel mir das damals auf, weil das fand ich furchtbar, diesen Satz. Wenn du diesen Satz verwendest, da kannst du dir sicher sein, dass kein einziger Kunde danach sagt, ach ja, stimmt, ich weiß ja noch gar nicht, um was es geht. Ich bleibe erst mal dran, erzählen Sie mal. Das ist bei mir nie passiert und bei meinen Kollegen und Kolleginnen in Jahren auch nicht. Das heißt, dein Kunde, der legt sowieso auf. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dein Kunde legt auf. Also kannst du auch, wenn dir direkt jemand am Telefon sagt, danke, ich habe kein Interesse, statt ja, aber Sie wissen ja noch gar nicht, was es geht. Das schmeißt du raus und sagst stattdessen lieber, vielen Dank für Ihre Offenheit. Und genau deswegen rufe ich Sie auch an. Ich mache Ihnen folgende Vorschläge. Ich sage Ihnen einmal ganz kurz, um was es geht. Und wenn wir das dann doch toll finden, dann freuen wir uns beide. Okay? Ich habe es jetzt ein bisschen schnell gemacht, runtergeleiert. Musst du natürlich ein bisschen emotional und ein bisschen schöner sagen, als ich das gerade gemacht habe. Aber wieder ersetzen. Das wird dir mehr Calls bringen. Das wird dir mehr Gespräche bringen, weil Kunden dann sehen, oh, der ist ein bisschen anders. Naja, ich kann es mir mal anhören und dann ist er auch nett. Und nett ist ja die Person auch. Wenn du das so mit zum Schmunzeln so ein bisschen sagst, mach ihm folgenden Vorschlag. Ich sage Ihnen erstmal ganz kurz, warum ich Sie heute überhaupt angerufen habe. Und wenn Ihnen das dann doch gefällt, dann bin ich Ihnen auch nicht böse, okay? So habe ich das auch gemacht. Immer ein bisschen variiert, dass es nicht langweilig wird für dich. Und dann hast du dadurch 100% mehr Gespräche. Also nicht 100% mehr Gespräche, aber du hast 100%ig mehr Gespräche als vorher. Als wenn du das anders machen würdest. Und Punkt 4 ist dann Softpressing bzw. Abschlussfrage. Ist das okay für Sie? Passt das auch für Sie? Sind Sie damit einverstanden? Okay? Oder einfach nur ein Einverstanden? Du schließt deine Einwandbehandlung mit einer Abschlussfrage ab, weil du wissen möchtest, sind Sie mit meinem Vorschlag einverstanden? Zum Beispiel wieder, ich hab kein Interesse, vielen Dank für Ihre Offenheit. Genau deswegen rufe ich Sie auch heute an. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich sage Ihnen ganz kurz, um was es geht. Und wenn wir das dann doch toll finden, dann freuen wir uns beide. Okay, einverstanden? Ist das in Ordnung für Sie? Was halten Sie davon? Das sind so klassische Abschlussfragen, auch für deinen Einwand. Weil du ja wissen möchtest, ob dein Gegenüber, dein Gesprächspartner mit dieser Einwandbehandlung von dir, mit deiner Lösung überhaupt einverstanden ist. Und damit es noch ein bisschen verständlicher ist, habe ich dir noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, das ist mir zu teuer, wenn du Dienstleistungen oder ein Coaching verkaufst als Beispiel. Dann könntest du sagen, danke für deine Offenheit. Und genau deswegen sprechen wir ja heute. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich zeige dir, warum sich deine Investition lohnt und du sogar mehr Geld ausgibst, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Okay? Das ist ein Klassiker.
kannst du 1:1 so nehmen, wenn du Coachings und Dienstleistungen verkaufst. Und ein Kunde, dem du das so sagst, der wird dann zumindest im Gespräch bleiben. Er wird dann ja nicht gleich blockieren, also die wenigsten machen das, sondern sie hören sich erstmal deinen Vorschlag an, weil es, wenn es ein Vorschlag ist, ein Handreichen ist. Ich reiche dir jetzt die Hand, du hast ihm seine Meinung genommen. Ja, also er sagt, es ist zu teuer und jetzt hast du gesagt, okay, komm, ich mache dir folgenden Vorschlag, wir schauen uns das einmal an und ich zeige dir, dass deine Investition sogar noch günstiger ist, wenn du das Coaching bei mir nimmst, als wenn du es nicht nimmst. Denn dann gibst du jeden Tag mehr Geld aus, als wenn du jetzt einmal dir einen Experten an die Seite holst. Das ist zum Beispiel so ein Klassiker, wenn du hochpreisige Dienstleistungen verkaufst. Oder wenn du zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, im Handwerkerbereich, wenn ein Kunde sagt, ja, die Tapezierarbeiten, die sind ja ganz schön, das ist mir aber ganz schön teuer. Bei der anderen Firma da drüben, da ist das ja viel günstiger. Und dann könntest du natürlich jetzt sagen, ja, wir machen ja auch hier Qualität und was weiß ich was. Und dann, in dem Fall sagst du halt, danke für Ihre Offenheit. Und genau deswegen bin ich ja auch heute hier bei Ihnen. Ich mache Ihnen mal folgenden Vorschlag. Ich zeige Ihnen einmal, warum unsere Arbeit qualitativ sehr viel hochwertiger ist als die unserer Mitbewerber. Denn da haben Sie viele Jahre lang dran und müssen nicht jedes Jahr vielleicht neu drüber streichen oder was auch immer. Aber ich zeige Ihnen das einmal ganz kurz, wollen wir uns das einmal gemeinsam anschauen. Sind Sie damit einverstanden? Zweites Beispiel noch. Das ist mir zu teuer, wenn ein Kunde dir das sagt und du Produkte verkaufst, kannst du auch wieder sagen, danke für Ihre Offenheit. Und ich habe das früher auch oft gedacht, bis ich erfahren habe, was das Produkt alles kann. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Wir schauen uns einmal gemeinsam an, welchen Vorteil Sie davon haben und warum sich die Investition in jedem Fall bei Ihnen lohnt. Sind Sie damit einverstanden? Okay. Und dann erst sagst du deine Vorteile, also das, was deinen Kunden auch wirklich interessiert, nicht Merkmale, sondern die Vorteile, den Nutzen, den dein Kunde aus dem Produkt dann hat, wenn er es bei dir kauft. Und dazu musst du natürlich im Vorfeld eine gute Bedarfsermittlung machen. Du musst wissen, worauf legt dein Kunde Wert, was ist ihm wichtig und vieles weitere. Weil wenn du diese Informationen nicht hast, dann wirst du nicht Vorteile erklären, sondern Merkmale. Da sind wir wieder bei Bauchladen, da sind wir wieder bei menschlicher Flyer, nenne ich das immer, fleischgewordene Flyer, die so alles runterrattern, was ein Produkt kann. Und langweilen dann damit den Kunden. Früher hat man gesagt, Fachidiot schlägt Kunde tot. So, das war's zum Thema Einwandbehandlung. Aber ich möchte dir noch einen Tipp geben. Wenn dein Kunde wirklich Nein gesagt hat, wenn er sagt, ich habe kein Interesse an Ihrem Angebot, also wenn das wirklich überzeugend rüberkam, dann verzichte auf diese Art von Einwandbehandlung, verzichte auf ja nochmal reingehen, nochmal Merkmale nennen und so weiter und so fort. Nochmal, die Gefahr ist sehr groß, dass du deinen Kunden verprellst und als aufdringlicher Verkäufer wahrgenommen wirst. So, das war jetzt ein relativ langer Beitrag zum Thema Einwandbehandlung, aber wieder ersetzen, ne, wenn man es dann wieder im Fokus hat, fällt es einem auf. Ich hoffe, dass du vieles davon mitnehmen konntest. Schau dir das Thema immer wieder an. Und statt aber, bring es in deinen Alltag rein und mach dir jetzt bewusst, wann du das Wort aber ganz gezielt einsetzen kannst, sollst, willst. Und dann als Ergänzung wird deine Kommunikation sehr, sehr viel harmonischer, privat und beruflich. Das verspreche ich dir. Bis zum nächsten Mal, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.